Jetzt fängt es an zu regnen. ASMR kurz. Nice. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 20 Trainerkarriere mit Greuther Fürth. Ich bin mega ausgestattet, aber naja, den Schal, den lassen wir dann lieber doch sein. Was ich auf jeden Fall sagen muss, vielleicht habe ich es gerade schon reingeschnitten, man hört den Regen wahrscheinlich ein bisschen, ey, das nervt mich so, aber eigentlich ist es einerseits ganz gut, weil diese Softboxen, die machen hier eine Hitze drin und wenn es ein bisschen regnet, erstens tut es natürlich der Natur richtig gut und zweitens habe ich dann hier, ja, nicht so eine Hitze hier drin. Andererseits hört man das vielleicht ein bisschen durchs Fenster. Ich bin mal ein bisschen gespannt auf die Aufnahmen, ob man das wirklich so krass hört oder vielleicht auch gar nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, auch was in dieser Karriere passiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die letzten vielen hilfreichen und netten Kommentare, auch zum Feedback mit den zwei Kameras und etc. etc. Also ich habe da auch super, super viele Tipps bekommen. Falls euch das Ganze hier gefällt, dann gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Ich hoffe mal, dass wir auf dieses Video 50 Daumen nach oben bekommen. Also das wäre ganz nice, wenn wir das mal schaffen könnten auf dem FIFA-Video. Wunderbar, also strengt euch an und ansonsten, falls ihr neu auf dem Kanal seid oder noch nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich das auch super gerne tun. Ich habe von jemandem gesagt bekommen, dass ich in meiner Karriere, und das werden wir jetzt heute angehen, ein bisschen mehr Jugendarbeit machen soll. Danke auf jeden Fall für den Vorschlag, Julia. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal rein, wie das Ganze funktioniert, denn ich habe keine Ahnung. Sie hat mir tatsächlich ein paar nette Tipps geschrieben und hat auch dazu geschrieben, dass sie selber God of Fürth-Fan ist, also mega, mega cool. Und ja, jetzt müssen wir einfach mal gucken, wie das funktioniert und ob wir da ein paar Jugendspieler holen können. Und vielleicht ja sogar diesen hier, ne? Mann, bin ich lustig. Ich werde jetzt die Jugendarbeit machen und werde einfach keine neuen Transfers machen, würde ich mal sagen. Wir spielen jetzt einfach so weiter, auch des Realismus halber, sage ich jetzt mal. Wir lassen uns von dem Regen nicht unterkriegen, das ist mir komplett egal. Die liebe Julia hat geschrieben und ich denke, dass ich hier richtig bin, im Büro und Jugendstab, dass ich halt die Scouts anheuern soll. 3 Stück kann ich anheuern. Sie hat dazu geschrieben, dass es mindestens 3 Sterne in den beiden Kategorien sein sollen. Das heißt, der hier ist eigentlich gar nicht so geil. Ja, weiß nicht, ob ich den jetzt zurückrufen soll oder nicht. Also ich lasse den mal drin, ihr könnt mir das gerne mal reinschreiben. Wir heuern einfach 2 andere Scouts an, wenn das klappt. Also in beiden Kategorien mindestens 3 Sterne. Boah, das geht ja gar nicht. Wir haben ja gar keine. Wir haben dafür ja gar kein Budget. Jetzt hat der Regen einfach komplett aufgehört. Gerade ist hier todes alles gestorben. Jetzt hört er einfach auf. Und dann hat sie geschrieben, jemanden nach Deutschland schicken. Das habe ich jetzt quasi schon gemacht. Und ja, keine Ahnung, nach Niederlande oder Belgien oder sowas. Ich würde die Niederlande mal, ja, bevorzugen. Und weiß ich nicht, ob ich da nach einem bestimmten Typ suchen soll oder einfach nach alle. Als ob ich keine anderen Scouts... Ach, da ist jetzt noch ein Scout. Da ist jetzt quasi einer dazugekommen. Ja, der ist doch gut für 250.000 und der hat 3 Sterne überall. Macht es Sinn, den jetzt auch nach Deutschland zu schicken? Also ich meine, Niederlande, Deutschland, Belgien hat sie geschrieben, kann man machen. Aber macht es Sinn, jetzt quasi einen zweiten nach Deutschland zu schicken? Dann lesen wir hier mal den Scout-Bericht. Und sie hat dazu geschrieben, man soll darauf achten, wie viel Potenzial die haben. Also hier quasi 62 bis 74. Und je nachdem, wie viel Potenzial die haben, zum Beispiel hier, das ist ja krass. Der hat 80 bis 94, okay, heftig. Je nachdem, wie gut die eben das Potenzial haben, soll ich dann die in die Akademie schicken. Und dann sehe ich auch genau, welche Position die haben. Aber der hat eine 80 bis 94. Also ich verpflichte den jetzt mal. Also ich kenne mich nicht aus, Leute. Ne? Also bitte nicht haten, sondern einfach gute Tipps reinschreiben. Die sind halt auch nicht schlecht, weil die haben... die haben bis 94 oder so zum Beispiel, haben die beiden hier, aber halt nicht ab 80, das heißt, es ist halt nicht so krass safe, dass der einschlägt. Er kann, aber er muss nicht. Aber komm, den übernehmen wir auch einfach mal. So, und dann haben wir quasi jetzt zweimal übernommen. So, und jetzt habe ich die Jugendakademie, ja. Und jetzt habe ich die quasi beide in der Jugendakademie mit drin.
Der eine ist 18, der andere ist 17. Okay. Rechtes Mittelfeld und ZDM. Ja, das rechte Mittelfeld hat man ja vorhin schon gesehen. Und ZDM. Ja, okay. Und jetzt haben die quasi. Der hat eine 61, hat aber ein Potenzial von 80 bis 94. Und der andere hat eine 58, hat aber 74 bis 94. Das heißt, ich muss die jetzt trainieren, oder? Ja, ich kann jetzt halt nicht auf Spielerentwicklung draufdrücken, warum auch immer. Keine Ahnung, ich kann jetzt nicht draufdrücken. Wir schauen uns das gleich nochmal an. Was ich aber auf jeden Fall gesehen habe, was ich euch gar nicht gesagt habe, weil ich doof bin. Wir haben jetzt nicht nur das Spiel gegen Karlsruhe und gegen Aue, sondern wir haben das DFB-Pokalspiel gegen Dortmund. Komm, wir spielen mit der B11, da kenne ich nichts. Wir spielen einfach mit der B11 gegen Karlsruhe. Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz sie sind. Ich bin so uninformiert. Schnee, da habe ich natürlich Bock drauf. Ich höre übrigens immer noch keinen Ton, also das habe ich übrigens immer noch nicht gefixt bekommen. Und weil es mir letztens auch jemand reingeschrieben hat, man hört deinen Controller irgendwie krass. Ja, du hast auch wahrscheinlich den Regen in dieser heutigen Folge gehört, weil dieses Mikrofon muss quasi so Surround-mäßig aufnehmen, weil es ja nur so ein Mini-Mikrofon hier dran ist. Und das heißt, man hört viele Rundum-Geräusche. Und dieser Xbox-Controller, den ich hier benutze, der ist relativ laut. Das ist das Problem. Deswegen kann ich auch zum Beispiel keinen Ton hören oder so. Wenn du ein anderes Mikrofon hast, dann kannst du auf deinem Monitor 1-0 für Karlsruhe. Dann kannst du auf deinem Monitor quasi die Lautstärke ausgeben, ohne dass das Mikro das hört. Und das kann ich hier nicht machen, deswegen höre ich halt einfach keinen Ton. Ja, siebte Minute, 1-0, kann man machen. So, zum Hinrunden-Abschlussspiel habe ich mir eigentlich schon 3 Punkte erhofft. Natürlich mit der B11 ein bisschen doof gewesen vielleicht. Aber 2-0 schon, das gibt's doch nicht. Mann! Das kann ja nicht sein, ey. 11 Meter. Ach, wie schön das läuft, ey. Ist das geil. Ich meine, es ist meine Schuld. Ich spiele überhaupt nicht gut. Aber das ist natürlich perfekt, ne? Ja. Nimmt er mich noch hops. Danke dafür für den Lupfer. 3-0 Karlsruhe. In echt ist das Spiel übrigens 1-5 für Fürth ausgegangen. Also läuft bei mir. Ey Mann, lass doch laufen! Ah, immerhin gibt er ihm Rot. Auf Wiedersehen! Ey, das nervt auch so. Ich meine, wir haben uns jetzt ein bisschen gefangen, kann man. Also ich weiß nicht, ob man gefangen sagen kann. Weil ich bin ja echt so schlecht gestartet und jetzt habe ich wenigstens kein Tor mehr kassiert und ein paar Pässe mal angebracht an den Mann. Aber noch keine gefährliche Chance. Und deswegen fand ich es jetzt schade, dass er den Angriff da abgepfiffen hat. Aber gut, ja, wir spielen uns jetzt halt ein bisschen ein. Gewinnen werden wir das wahrscheinlich nicht mehr. Das, ja, ich bin zu schlecht einfach für FIFA. Ich bin ehrlich zu schlecht für FIFA. Komm, jawohl! 1-3, wir machen es endlich, das gibt's doch nicht. Oh, jawohl, nice one. Mega geil. Oh, das baut mich wieder so ein bisschen auf. Ein bisschen, das baut mich ein bisschen auf, dieses 3-1. Schauen wir mal, wir kriegen es noch hin, komm mal. Oh nein. Ja, was soll ich da machen? Was soll ich da wieder machen? Es zählt nicht, oder? Oder zählt's? Zählt's? Ja, es zählt, ne? Freut sich nur keiner, deswegen dachte ich, es zählt nicht. Aber es zählt, natürlich zählt's. 4-1, damit ist die Niederlage fest. Wie gesagt, irgendwie bin ich noch nicht so richtig drin, auch mit den ganzen Fehlpässen und so. Dem natürlich voll den Ball hingespielt und klar, machst du nichts, ne? Jawohl, der direkte Gegenschlag wieder quasi. Was ist denn hier los in diesem Spiel? Nice. Richtig, richtig geil.
dass wir hier wieder zurückkommen, sonst wäre ich jetzt schon wieder down gewesen. Aber so ist eigentlich ganz geil, wenn wir hier wieder ein Tor machen und jetzt 4:2 auf 4:2 verkürzt haben. Ja, der kommt da natürlich nicht durch, aber der Stopper war gut. Und jetzt probieren wir's. Was ist? Was war? Hä? Der Ball war drin und er zählt nicht. Und ich weiß nicht warum. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich FIFA nicht mag? Keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, ich will mich nicht beschweren. Ich war selber schuld, vor allem am Anfang. Aber ja, das wird trotzdem in Überzahl, also die waren ja in Unterzahl, dann gegen Ende hin jetzt, die letzten 10 Minuten oder so, die letzten 10, 20 Minuten, absolut keine Chance gehabt haben. Naja, das war ein bisschen komisch. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Wir spielen im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Und ja, obviously, was ein bisschen schade aber ist, wir sind auswärts. Also zu Hause wäre natürlich geiler, vor allem dann auch für die Ticketverkäufe und so, weißt du Bescheid. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich im Signal Iduna Park dann jetzt mit meiner Viertelmannschaft aufzulaufen und das hoffentlich besser als jetzt gerade, also let's go! Leute, was mir jetzt gerade noch auffällt, Harvard Nielsen ist der beste Torschütze quasi, zusammen auch mit Weghorst, aber ist ja egal, des DFB-Pokals bisher. Ich meine, wir haben wahrscheinlich nur eine Runde gespielt, aber ein Hattrick kann man mal machen. Oh, jetzt wird's heiß, wir sind in Dortmund gegen Roman Bürki. Alter, was haben die denn da aufgehängt? Das sieht ja voll komisch aus. Also das sieht ehrlich komisch aus. Vor die gelbe Wand quasi noch eine gelbe Wand. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, da steht er, der Bürki, und da ist es. Da geht's los. Immerhin schneit's nicht, das finde ich gut. Aber da ist unser DFB-Pokalspiel gegen Dortmund und ich bin mal gespannt. Ich stelle auf defensiv und probiere zu kontern. Und theoretisch hat das ja immer ganz gut funktioniert. Und Sascha Burchert, sehr schön. In der Verlängerung von einem Viertel-Halbfinale oder so. Boah, sehr stark. Hat Dortmund da, ist Dortmund da noch weitergekommen. Und vor ein, zwei Jahren oder so, das weiß ich noch ganz genau, da war es ja auch ähnlich. Also da hat Fürth bis in die letzte Sekunde geführt. Und Dortmund hat dann in der Nachspielzeit einen Ausgleich gemacht. Und in der Nachspielzeit der Verlängerung haben sie dann den Siegtreffer gemacht. Das sieht gut aus. Daniel Keita, Ruel, so schwach. Aber wir probieren es einfach mal. Der Schuss war gar nicht so lasch, aber ungefährlich trotzdem. Da hat er mich stehen lassen. Boah, die sind richtig gefährlich. Wir können ihn noch blocken. Das heißt, es gibt eine Ecke kurz vor der Halbzeit. Halbzeit 0:0. Bin ja schon mal froh, dass wir das so halten konnten. Und ja, Dortmund macht natürlich Druck. Das ein oder andere Mal kann nicht dazwischen kommen und mal einen Konter starten. Aber relativ ungefährlich bisher. Aber auch Dortmund war gar nicht so krass gefährlich, weil wir irgendwie gerade so noch verhindern können, dass irgendwas Schlimmeres passiert. Aber das Teampressing hilft natürlich jetzt dabei, den Ball sich wieder zu erobern. Und jetzt ist Julian Green relativ frei durch. Julian Green! Und dann habe ich so schlecht abgeschlossen. Ja, trickst mich aus. Aber sie machen es auch noch nicht ganz so perfekt. Und jetzt können wir wieder Gas geben. Jetzt können wir wieder Gas geben. Unten der Topscorer, Nielsen. Jetzt wieder hoch auf Golgota. Auf Keita Ruel, der wieder auf Golgota. Das war zwar nicht so nice, aber er nimmt ihn trotzdem gut mit. Branimir Golgota, was macht er denn? Ey Joey, das habe ich von dir gelernt. Du hast gesagt, L2 und kurze Ecke ist immer ganz geil. Und jetzt hat er einen Trickshot gemacht. Wegen L2 und so, weißt Bescheid, ne? Das ist natürlich nicht so smart gewesen. Ja, wir halten Dortmund auf Trab, Alter. Zum Glück ist Burchard auf Zack gewesen. Das habe ich wieder verkackt, mal wieder. Scheiße. Abseits, ja. Ja, Mann.
Oh, leck. Das war ein guter Schuss. Tobias Mohr. Ja, schön geblockt vom Avrei. Es ist vorbei. 0:0. Verlängerung. Auf Leveling. Leveling. Leveling, schieß doch. Dreck. Leveling. Leveling, da unten ist Platz. Da unten ist Ernst. Und Caterwell. Jawohl! Jawohl! Da ist das Tor! Yes! Nice one! Wir haben es gemacht! Ich glaub's kaum! Natürlich habe ich jetzt übersteuert und ihr habt eure Ohren sind wahrscheinlich gerade geplatzt. Aber guckt euch das an! Die Flanke kommt diesmal nicht auf Leveling, auf den kamen sie nämlich die ganze Zeit, sondern kommt auf Caterwell und der leitet ihn weiter. Und hinten steht Mavrei. Boah, es ist noch lange nicht vorbei. Die Kamera blinkt schon rot, die will, dass jetzt Ende ist. Der Akku macht schwach, macht schlapp, macht schwach, was? Halbzeit. Als Fürth gegen Dortmund sollte man das nicht tun, aber Stefaniak ist schnell, ist spritzig, ist frisch, ist jung. Sebastian Ernst, Pfosten! Und vorne bei denen natürlich, vorne bei denen und locker. Caterwell, der wird doch umgehauen. Der wurde doch umgehauen, abgesehen davon, dass das eine richtig gute Chance war. Und wir Pech hatten, dass der nicht rein ist. Wurde danach umgehauen. So, jetzt das gleiche wieder, nach einer Ecke. Komm, Cater, geh davor. Oder Mavrei macht's direkt. Alter, fast ein Eigentor. Es ist... Ich werd verrückt. Mavrei. Mögen Mavrei mit dem zweiten Tor. Das ist die Entscheidung. Wir kicken Dortmund aus dem Pokal. Und sind eine Runde weiter. Wow. Wow, wow, wow. Shit. Aber das ist dein zweiter Treffer. Er macht einen Doppelpack als Innenverteidiger. Und jetzt geht's richtig los. Jamie Leveling Bürki hält. Das können wir jetzt natürlich ganz locker zu Ende spielen. Wir packen es. Ich fasse es nicht. Yes. Ist es wirklich wahr? 2:0. Nach diesem 4:2 gegen Karlsruhe in Überzahl. 2:0 gegen Dortmund in Pokal. Boah, das war ein spannendes Spiel. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Was soll man dazu sagen? Also ich bin mega begeistert. Das ist richtig, richtig gut gelaufen. Und ja, jetzt würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Video wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.